Ich begrüße euch ganz herzlich hier aus Augsburg Hauptbahnhof in einem Szenario vom lieben Mayenwald. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Wir sind hier in der Baureihe 101 und haben hier die Autozugwagen der DB, eine fiktive Lackierung aus dem Railsim Forum, Link dazu ebenfalls in der Videobeschreibung. Und entsprechend des Namens Autozugwagen kommt natürlich der ein oder andere Autotransporterwagen noch hinten dran an unseren Zug. Da sehen wir sie. Die fahren wir hier gleichzeitig mit unseren Personenwagen einmal in Richtung München Hauptbahnhof. Dann würde ich mal sagen, PZB lassen wir für den Moment noch aus, denn ich habe das Szenario schon mal angespielt und man bekommt eine Zwangsbremsung, sobald man über dieses Signal fährt. Daher lasse ich die PZB noch ganz kurz aus. Sie fahren aber schon mal an. Lichteinstellung passt soweit. ZMS-Wahlschalter ist aus. Federspeicherbremse ist gelöst. Unser Zug steht ungebremst gerade hier. Das ist natürlich nicht so ideal. AFB. Können wir schon mal anmachen. Auf 40 Fahrtrichtungswende, das sind Vorwärtsstellung. Zuglichter machen wir noch an. Spitzensignale, ja, Signalbeleuchtung. Instrumentenbeleuchtung ist an, Bremsen sind aufgesperrt. Dann würde ich sagen, auf geht's. Und die PZB mache ich hinter diesem Hauptsignal an. So, das Hauptsignal ist passiert, also Steuerung Enter und PZB noch an. Befreien können wir uns direkt auch schon. Und dann die AFB hoch auf 60. LZB müsste, glaube ich, auch an sein, oder? Doch, ja, wenn das B an ist, ne, dann ist auch, glaube ich, die LZB an. Ich kontrolliere es aber nochmal ganz kurz. Nein. Mach doch nicht sowas. Aber ja, LZB war an. Geht das auch durch den Sitz? Da. LZB ist an. Okay. Kannst du ein bisschen Licht hier anmachen, dann sieht es noch ein bisschen schöner aus. Hier das Display noch einmal umgestellt. Auf die Fahrmotoransicht finde ich persönlich ein bisschen angenehmer. Signal ist grün. Und das ist die LZB, die sich hier meldet. Also einmal AFB komplett durchdrücken. Den Leistungsregler drücke ich nicht komplett durch, weil ansonsten die Lok ins Schleudern gerät, sobald höhere Geschwindigkeiten freigegeben werden. Aber ich denke mal, ja, so müsste das in etwa in Ordnung sein. Können wir mal hier den Zug in Gänze noch mal angucken von außen.
So. Dann dürfen wir jetzt 100. Moment mal, einmal ganz kurz überlegt. Wir sollten vielleicht nicht schneller als 120 fahren, weil unsere Wagen nicht mehr als 120 zulassen. Das ist natürlich schlau. Also die Autotransportwagen. Lassen überhaupt 120 zu? Also die dürfen 200 fahren. Na. 120. Okay, ja, gut. Also normalerweise wird das halt die Lok von alleine können. Also wissen, dass wir nicht schneller als 120 dürfen. Nämlich aufgrund der Eingabe am LZB-System. Das macht man, glaube ich, hier hinten in der Realität. Das können wir jetzt hier nicht machen. Dementsprechend denkt die Lok, dass wir theoretisch halt die Höchstgeschwindigkeit fahren dürfen, die eben die Lok fahren darf, nämlich 200 km/h. Aber das können halt mitnichten unsere langsamsten Wagen im Zugverbund. Heißt also, wir sind nur so schnell wie der langsamste Wagen an unserem Zug. Also gurken wir jetzt durch Bayern mit 120 km/h. Haben wir die Zuglichter eingeschaltet? Ja, haben wir. Bisschen karg die Landschaft hier. Okay, das dürfte eigentlich jetzt eine recht entspannte Fahrt werden, denke ich mal. Ich habe das Szenario jetzt bisher nicht gespielt, ne? Aber ich gehe mal davon aus, dass das, dass da jetzt nicht viel passieren wird. Bin natürlich gespannt, was uns so an Rollmaterial entgegenkommt. Das konnte ich bisher nicht nachprüfen, weil es ein Safe-Game-Szenario ist. Ich habe, glaube ich, schon mal in einem Video erklärt, wie man sowas installieren kann. Ein Safe-Game-Szenario ist natürlich nicht für die Konsole möglich, sondern nur für den PC hier an dieser Stelle. Aber dementsprechend konnte ich jetzt auch nicht ins Szenario reingucken, um herauszufinden, was hier so an Rollmaterial verbaut ist und was nicht.
Ja, unser Halt wird uns auch nicht angezeigt. Dementsprechend müssen wir jetzt natürlich gucken, dass wir das ja, irgendwie selbst noch auf die Reihe bekommen, wo wir halten müssen. Aber ich denke, beim Münchner Hauptbahnhof ist nicht wirklich zu übersehen. Von daher sollte das eigentlich schon gut gehen. Sollte. Also ein bisschen schade, dass bisher noch nichts an Rollmaterial aufgetaucht ist, das uns gegenüberkommt, uns entgegenkommt. Aber vielleicht kommt das noch. So, LZB-Bereichskennungswechsel. Aber gut, okay, dann können wir uns mal ein bisschen mehr auf die Strecke hier natürlich fokussieren. Alles halt sehr, sehr ländlich gehalten. Und ich muss halt sagen, so wenn ich den Train Simulator jetzt noch ein bisschen noch schon gespielt habe. Ich finde es von der Landschaftsgestaltung her im Train Simulator meistens, selbst wenn es wirklich nur die reinen DTG-Strecken sind, ohne jegliche Updates, finde ich meistens doch die Strecken ein wenig besser. Also die Vegetation hier im TSW ist um einiges natürlich schöner, gar keine Frage. Hier ist auch viel weniger an 2D-Objekten verbaut von DTG. Klar, da hinten, das sind 2D-Objekte, das ist aber auch gar kein Problem, das ist ja da ganz weit weg. Aber halt eben hier in nächster Umgebung, das sind alles halt eben entsprechend 3D-Objekte und das ist auch ganz gut so. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass einfach hier so ein bisschen so die Details fehlen am Streckenrand. Oh, hier taucht ein Auto auf. Immerhin. Ups, was habe ich gerade gemacht? Scheibenwischer. Nee. Also es sind doch häufig so die, oh, das finde ich aber ganz hübsch hier mit den Steinen und so. Also es sind häufig halt so dieselben Szenerien, die einem hier entgegenkommen im TSW. Meist sind es recht gleiche Häuser. Hier mal schön, dass hier extra so eine Kirche mitgebaut wurde mit diesem, ja, mit diesem Zwiebeldach, was sehr, sehr typisch für Bayern ist, gar keine Frage. Aber ansonsten. Es wirkt manchmal so ein bisschen, ja, wie soll man das sagen? Es wirkt so ein bisschen leblos. Manchmal wirkt die Außenwelt im TSW etwas leblos. Es fehlen mir hauptsächlich, würde ich behaupten, so ein paar Personenassets. Hier haben wir immerhin so ein paar Autos, die noch rumfahren. Das ist schon mal was, ne? Ja, das ist schon mal eigentlich ganz gut so. Auch wenn jetzt hier so jegliche Fahrbahnmarkierung und Befestigung und sowas gefehlt hat. Aber was mir halt hauptsächlich fehlt, sind so ein paar Personenassets, die mal hier und da am Streckenrand verteilt werden. An irgendwelchen Baustellen hier vorne bei diesem Baukran, der hätte dann ganz gut noch irgendwie so ein Arbeiter hinkommen können und so. Und das gibt es alles im Train Simulator und hier im TSW gibt es das auf den neueren Strecken schon. Bei Dresden-Riesa, wenn ich das jetzt hier richtig im Kopf habe, da kann man sowas durchaus entdecken am Streckenrand, dass da wirklich auch Personen verteilt sind am Streckenrand. Und das finde ich auch echt gut so. Das ist ja im Grunde genommen seit Rush Hour erst mit drin, diese sogenannten Dioramas wird das, glaube ich, mehr oder weniger genannt. So dass man auch teilweise da Arbeiter sieht, die dann da irgendwo sitzen und so. Gibt es halt erst seit Dresden-Riesa. Das muss man vielleicht auch dazu sagen. Und
Die Strecke hier ist natürlich etwas älter als Dresden-Riesa. Das ist eine strenge Kurve. Dementsprechend ist klar, dass es hier diese Sachen noch nicht an dieser Strecke gibt, am Streckenrand. Dementsprechend wirkt es halt manchmal so ein bisschen leblos. Vor allen Dingen, wenn jetzt wie hier in diesem Szenario noch sehr, sehr wenig KI-Verkehr verbaut ist oder offensichtlich gar keiner. Gucken wir mal. Moment, einmal hier die SIFA nochmal. So. Gucken, ob ich hier irgendwelche Züge sehe. Gar nicht. Ne. Kann es sein, dass uns kein einziger Zug entgegenkommt? Also, falls dem wirklich so ist, dann ist das natürlich ein bisschen schade. Sagen wir es mal so. Also wenigstens eine 423 oder ein ICE3 oder ein anderer Intercity hätte uns ja noch entgegenkommen können. Das ist ja praktisch Voraussetzung. Ne? München-Augsburg als Voraussetzung und Hauptstrecke Rhein-Ruhr beziehungsweise das Baureihe 101 DLC, für das man Hauptstrecke Rhein-Ruhr braucht. Und ich weiß jetzt nicht so genau, wo die Autotransportwagen herkommen. Ich glaube aus der Main-Spessart-Bahn. Oder es könnte auch Dresden-Riesa sein. So, Kilometer 34,8. Hier an so einem Solarfeld vorbei. Auch nicht schlecht. Nicht mal so schlecht, ne? Sieht eigentlich ganz gut aus hier links. Auch schön, wie detailliert das alles hier ist. Ja, da kann man nicht meckern. Auch die Verdreckung hier, das ist echt schön gemacht. Okay, wir fahren vorbei an Nonnendorf. Hier steht normalerweise eine S-Bahn. Okay, aber hier nicht heute. Ja, ich glaube, wir sind tatsächlich komplett alleine auf der Strecke. Also. Oder es hat irgendwas ist schief gelaufen von wegen mit, dass der KI-Verkehr gescheit reingeladen wird, aber sieht jetzt ehrlich gesagt nicht so aus. Also, es kann durchaus sein, dass da irgendwas schiefgelaufen ist beim Laden des Szenarios, aber. Ja. Naja, egal. Dann ist das halt so. Dann sind wir heute Last Man Standing oder Driving oder was auch immer. So, in 8,6 Kilometern ist dann 200 km/h freigegeben von der LZB, aber. Das braucht uns jetzt nicht wirklich zu interessieren. Wir dürfen weiterhin nur 120 fahren. Und das machen wir auch. Ja, was lässt sich sonst noch zu Lok sagen an Funktionalitäten?
Hier kann man sehr schön das Fenster aufs. Erstmal hier die Verriegelung öffnen und dann das Fenster auf. Auf der anderen Seite natürlich das gleiche. Erstmal Verriegelung auf und dann das Fenster aufschieben. Und wieder zu. Das Ganze muss halt natürlich. Das Ganze ist halt so entsprechend gesichert, weil das drucktauglich sein muss bis zu einem gewissen Grad. Weil ja die Lok durchaus ja 200 km/h fahren darf und der Lok auch entsprechend noch Züge entgegenkommen können, die bis zu 300 km/h schnell sein können. Dementsprechend muss das Ganze hier ertüchtigt sein bis zu einem ganz bestimmten Prozentgrad oder wie auch immer das gemessen wird. Weiß ich nicht, Hektopascal, ja, wobei das ist der Luftdruck. Ich weiß nicht, ob das hierfür jetzt auch zutrefflich wäre. Genau, aber dementsprechend halt diese zusätzliche Verriegelung, damit der entsprechende Druck da ausgehalten wird und das Fenster nicht aus den Angeln springt. Das gleiche mit der Tür, ne? Ist klar. Auch die muss drucktauglich sein, druckertüchtigt. Und bei den Intercity-Wagen selbstverständlich das gleiche. Die lassen sich ja, da lassen sich die Fenster ja gar nicht öffnen. Von daher ist das doch da nochmal was ganz anderes. So, wir fahren vorbei an Maisach. So, einmal auf die Überführung, auf das Überwerfungsbauwerk. Und die LZB sagt, wir dürfen 80 km/h fahren in 5 Kilometern. So, die Leistung wird jetzt schon mal hier rausgenommen, weil es bergab geht und die LZB bremst. Macht sie nur mit der E-Bremse. Sehr schön. Mal gucken, ob in irgendeiner Form noch Luft dafür verwendet wird. Nein. Das hat die E-Bremse komplett alleine gemacht. Sehr schön. Auf die 80 müsste die LZB uns auch automatisch runterbremsen. Von daher schauen wir mal, was da dann passiert. Und ob sich der Gefahrenleuchtmelder meldet oder nicht. So, jetzt wird ordentlich reingebremst. Hey, was war das denn jetzt? Einmal komplett die Bremse und jetzt wieder hoch. Okay, LZB. Das war komisch. Warum auch immer das jetzt als nötig empfunden wurde. So, 3 Kilometer noch. Dann dürfen wir 80 fahren. Jetzt wird wieder gebremst. Das halte ich zwar für sehr, sehr früh, schon jetzt zu bremsen, aber okay. So, die Bremse wird wieder gelöst. Beschleunigen wir wieder leicht. Okay, Gefahrenleuchtmelder an. Da ist die Ankündigung auf 80. Müssen wir das natürlich nicht bestätigen. Mal gucken. Also solange der Gefahrenleuchtmelder nicht blinkt, so wie ich das verstehe, ist alles in bester Ordnung. Wenn er blinkt, sollten wir vielleicht selbst eingreifen. Noch 1 Kilometer. So, jetzt wird reingebremst. Luftdruck wird auch verwendet. Wir sehen es da unten rechts in der Ecke. Ja, Sifa.
Also. Und ab hier vorne gelten dann die 80. Wobei die LZB lässt uns da noch ein bisschen Raum. So, 80 sind erreicht. Dann müsstest du jetzt die Bremse lösen. Genau. Und jetzt wird automatisch beschleunigt. Jetzt wechseln wir einmal das Gleis. Man hört die Schienenstoßgeräusche, das finde ich ganz gut. So, 120 sind freigegeben. Und dann geht es wieder hoch mit der Geschwindigkeit. Ich gebe noch ein bisschen Leistung mit dazu. Noch ein bisschen mehr. So. Wir wollen ja nicht rumtrödeln. Ursprünglich hingen an dem Zugverband noch einige Autotransportwagen mehr dran, aber die habe ich jetzt einfach mal in Augsburg abgekuppelt und zurückgelassen. Okay, jetzt wird ich wieder reingebremst. So, LZB Ende wird quittiert. Ich nehme mal die Leistung raus. Genau, also ich habe da so ein paar Autotransportwagen liegen gelassen, weil das waren unrealistisch viele. So, aufpassen. Jetzt gleich geht es wieder an die Eigenverantwortung ran. Ein Prinzip, das in Deutschland sowieso nicht so gut funktioniert. Mal schauen, ob es hier heute klappt, wenn sich die LZB jetzt verabschiedet. Leistung aufschalten? Nein. So, jetzt aber. AFB auf die 120. Dann haben wir noch, ja. Ja, ab hier vorne sind wir dann schon im Speckgürtel von München. Heißt also nur noch ein paar Kilometer, bis wir da sind. Wir halten nicht in Pasing, sondern wir fahren durch bis München Hauptbahnhof. Und bringen die Urlauberinnen und Urlauber weiter Richtung München. Auch schön, ne, dass wir hier in der Mitte sind zwischen diesen riesigen Stromtrassen. Wahnsinn.
Okay, interessant. Interessant. Also, die Straßen sehen halt häufig leider so aus, als würden sie einfach wie ein Transportfieber irgendwie hingeklatscht werden. Ohne jegliche Liebe. Aber das liegt halt, glaube ich, daran, dass man entsprechend mehr Aufwand betreiben muss, um eine gute Strecke zu bauen an sich, so von der Gleisführung her, von der Oberleitung her, die Signale und so. Das benötigt, glaube ich, alles so viel Zeit, dass da recht wenig Zeit dann für bleibt, sich dann noch groß um die Szenerie drumherum zu kümmern. Und das ist halt schon leider sehr schade, aber naja, es lässt sich halt auch irgendwie nicht verhindern. So Leistung zurück, es geht bergab. Gebremst. Und jetzt sind wir in Pasing. Wir kündigen uns einmal an. Dann lassen wir jetzt einfach mal ein bisschen rollen. Wir haben ja noch ordentlich Fahrt. Und ich glaube, wir sind gerade in der Ebene, genau. Also lassen wir jetzt einfach mal ein bisschen rollen. Was natürlich vorteilhaft ist für so Szenerieausgestaltung, ist die Tatsache, dass es entsprechende. Achso, das ist die 90er-Einschränkung war nicht für uns. Dass die Strecke ja schon bereits für den Transmilitar entstanden ist. Und viele der Gebäude, gerade um München Hauptbahnhof herum, ja im Grunde genommen als 3D-Modell wiederverwendet werden können. Klar, die müssen, glaube ich, dann nochmal neu texturiert werden und so und Light Baking und so Zeugs, von dem ich recht wenig verstehe. Aber prinzipiell, dass hier zum Beispiel jetzt hier diese Häuser, die sind bestimmt aus dem Transmilitar einfach wiederverwendet worden. Und, aber das ist ja gut. Das ist ja, das kann man ja gut und gerne machen. Es ergibt ja keinen Sinn, die Gebäude einfach nochmal neu zu bauen. Solange sie nicht die Zugmodelle einfach aus dem Train Simulator übernehmen, passt das schon. Ja, also muss ich wirklich sagen, großer Mangelpunkt dieses Szenarios ist tatsächlich das überhaupt nicht vorhandene, der überhaupt nicht vorhandene KI-Verkehr. Das wäre natürlich sehr wünschenswert, wenn es doch den einen oder anderen Zug gegeben hätte, der uns entgegenkommen würde. Denn an sich ist das ja eine coole Idee hier mit den Autotransportwagen und so, aber ohne KI-Verkehr fühlt sich das Ganze dann doch recht tot an. So, da am Horizont ist das schon München Hauptbahnhof. Naja, noch nicht ganz, aber Hackerbrücke hier links, das ist, glaube ich, in Realität ein DHL, wenn ich das richtig im Kopf habe. Immerhin haben die das farblich, ups, angedeutet. Na. So. Also, FPS geht jetzt gerade hier ordentlich runter. Hier dann die 60 mit Ankündigung auf 40. Hier das ICE, die ICE-Waschanlage. Schön, dass die Dinger anfangen zu laufen, sobald man mit der Kamera da dran vorbeifährt. So, ab hier gelten die 40.
hier die Gebäude, ja, vermutlich aus dem Train Simulator wiederverwendet worden, aber ich sehe darin kein Problem. So, vorbei an Hackerbrücke. Und wir fahren ein in den Kopfbahnhof. Hier wird dann unsere Lok abgekuppelt. Von der anderen Seite kommt dann eine Baureihe, ja, vielleicht eine 182 der ÖBB oder eine 193, ein Vectron, kommt dann da dran und fährt dann die Zug weiter in Richtung Österreich. Wir fahren ein auf Gleis 15 und fahren natürlich komplett durch. Ich glaube, ich war sogar vor kurzem selbst in einem Zug auf Gleis 15 hier in München Hauptbahnhof. Ich weiß nicht, auf welchem Gleis ich war. Na, das war knapp. Das war knapp. So, wir machen die Türen auf. Mit der Taste U. Nicht Taste T, das T ist am Train Simulator. Aber ja. Hoch, ich kann nicht mehr zoomen. Ich drehe hier am Rädchen, aber ich kann nicht mehr zoomen. Na gut, dann kann ich halt nicht mehr zoomen. Dann ist das so. Gut. Ja, das war's dann mit der Fahrt für heute. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles Gute, alles Liebe.